Ja, Ableitung zu einer Funktions-Schar. Ich packe das in die Playlist Schar-Funktionen, weise immer zwischendurch auf die Mathe-Grundlagen hin. Es ist hier die Struktur, die man erkennen sollte. F von x in Abhängigkeit von t. X ist das Argument, danach richten sich die Augen und danach wird abgeleitet. Man erkennt hier x hoch 4, x hoch 2. Es scheint das Konstrukt einer Polynomfunktion zu sein. Wenn es jetzt für euch vielleicht um das Ableiten einer Funktionsschar geht, rund um Exponentialfunktionen, zum Beispiel mit der besonderen Basis e, dann in die entsprechende Playlist dort rein. Grundlagen, Ableitungen sind klar und dann sollte es eigentlich ganz easy sein. Ich weise auf ein paar Sachen hin. Erste Ableitung nach x, t ist zu behandeln, dann wie eine Zahl. Das heißt, wir hätten ja hier 2 mal t hoch 3, also eine Zahl multipliziert mit Argument hoch 4. Das heißt, wir hätten hier einen Koeffizienten multipliziert, einen konstanten Faktor bleibt erhalten beim Ableiten. 4 mal dahin multipliziert, 4 mal 2 ist 8, t hoch 3 bleibt mal x hoch, oben im Exponent einer abgezogen, 3. Wir haben hier minus in Klammern t plus 1, das Ganze wieder ein konstanter Faktor multipliziert. Also bleibt erhalten, 2 nach vorne multipliziert wäre minus 2 in Klammern t plus 1 mal oben im Exponent einer abgezogen x. T Quadrat, das reizt natürlich oft, daraus 2t zu machen. Dann würde aber t das Argument sein. T ist aber zu behandeln wie eine Zahl. Also Zahl hoch 2 wieder eine Zahl. Plus, ja, ist nicht multipliziert mit einem Argument, fällt also weg. Zweite Ableitung als Beispiel. 8t hoch 3 multipliziert mit x hoch 3, also 3 nach vorne multipliziert mal 8 wäre 24, t hoch 3 bleibt mal x Quadrat. Minus 2 mal t plus 1, hier wieder Faktor multipliziert mit x, bleibt beim Ableiten, also minus 2 in Klammern t plus 1. Jetzt sollte man auch sich hier wieder verinnerlichen, was hier steht, das könnte ich auch ausmultiplizieren. Ich könnte zum Beispiel auch schreiben, ist gleich 24 t hoch 3 x hoch 2 minus 2 t minus 2. Vielleicht sieht man es hier dann auch nochmal deutlich, wenn ich jetzt auf die dritte Ableitung gehe, in Abhängigkeit von t, dann hätten wir, ne, hier wieder multipliziert, 2 nach vorne wäre 48 t hoch 3 x minus, brauchen wir nicht mehr hinzuschreiben, denn minus 2t minus 2 jeweils fällt beim Ableiten weg. So, und jetzt kann man ja noch überlegen, was steht da? Steht da, leite so lange ab, bis du bei 0 bist. In diesem Falle jetzt, weil es ja die Struktur einer Polynomfunktion ist, dann hätten wir f von x, die vierte Ableitung, wie es römisch schreibt, ja, das wäre jetzt, ne, die 5 minus 1, egal, Abhängigkeit von t wäre multipliziert, 48 t hoch 3 mal x wäre 48 t hoch 3. Und jetzt wären wir angekommen bei der fünften Ableitung, Abhängigkeit von t, 48 mal t hoch 3. Wieder vom Verständnis, wir haben hier nicht mehr das Argument x, das wäre wie eine Zahl und das wäre 0. Und jetzt würde es so weitergehen. Steckt einiges drin in der Kombi mit den Vokabeln. Was ist eine Funktionsschar? Ist ganz am Anfang bei der Playlist. Grundlagen rund um das Thema Ableiten, bewusst machen, was ist das Argument, was ist zu behandeln wie eine Zahl, dann kommt ihr da eigentlich easy durch.